So, ich bin hier vom Hotel Prinz-Wilpold-Bad und spiele Golf. Golf zum ersten Mal im Leben. Es ist ein dänischer Sport, wird gespielt mit einem Schläger, der farbig markiert ist, und einem farbigen Ball. Es ist eine Mischung zwischen Golf und Cricket oder Cracket. Es geht darum, man hat eine Mannschaft von 4-5 Leuten und man spielt gegeneinander. Man hat einen Platz, der in der Regel ein 12-Loch-Platz ist. Hier bin ich bei Nummer 5, Loch Nummer 5. Und es geht natürlich darum, wer als erster den Ball im Loch hat. Das klingt wie immer sehr einfach, ist aber extrem schwer. Und es macht Spaß, weil man spielt miteinander. Jeder in der Gruppe ist dran, nacheinander. Es gibt ein paar Regeln aus Dänemark, die aber innerhalb von 2-3 Minuten erklärt werden. Und es gibt eine sehr, sehr schöne Gemeinde von Golfspielern hier in Bad Hindelang. Hier das Hotel Prinz-Luitpold-Bad hat eine wunderbare Golfanlage. Es hat, glaube ich, knapp 70 Mitglieder hier mittlerweile, die eben diesen Sport nachgehen. Und wir haben jetzt hier einen kleinen Parcours gespielt. Leider bin ich nicht unter den großen Favoriten gewesen, aber es hat einen unheimlichen Spaß gemacht. Man muss ein bisschen aufpassen, ähnlich wie beim Golf. Es gibt eine Anlage hier mit Wasser. Da kann natürlich der Ball reinfallen, dann hat man natürlich ein Problem. Er hängt ab und zu mal im Zaun, er fliegt in Bäche rein. Also ganz genauso wie im Golf. Man schlägt auch wie im Golf. Und interessant ist, also die Haltung vom Golf, Beine durchgedrückt, Beine parallel, Schwung eben nicht mit Kraft, sondern die Kraft kommt aus dem Schwung, nicht aus dem Draufhauen. Es gibt kein Tie zum Draufschlagen, weil der Ball auch relativ groß ist. Und es ist interessant, es gibt zwei Varianten am Schläger. Wir haben hier einmal die flache Variante. Damit wird in der Regel immer gespielt. Damit landet man auch die extremen Weitschläge, kein Problem. Und wir haben eine etwas zugespitzte Variante. Das ist dann nur für die Profis. Hier kann man den Ball anheben, der kann dann fliegen, der kann eine Kurve machen. Aber wenn man es nicht kann, dann geht das Ding irgendwo in die Natur, die hier natürlich fantastisch ist, in Bad Hindelang im Allgäu. Und natürlich gibt es die Variante, man kann den Ball hier mit der langen Seite schlagen. Wichtig ist, dass man ihn schlägt. Also schieben ist nicht gestattet, das ist ein Strafpunkt. Also er muss richtig knacken. Das ist genauso wie es Golf sein muss. Also es ist ein super Sport, er macht Spaß. Und wer hier mal nach Bad Hindelang kommt, der kann sich hier am Hotel Prinz-Luitpold-Bad melden und kann garantiert golfen. Es ist eine tolle Sache. Und es ist eine Sache für die ganze Familie. Ich war mit meiner Familie da und meine ganze Familie hat gespielt. Also es ist nicht nur eine Sache von älteren Herrschaften, wie man beim Golf sagt, sondern es ist ein Familiensport, der Spaß macht. Probiert's aus. Dankeschön.